Wir machen mit dem vorletzten V-Antrag weiter. Das hat die Nummer 05, hat die Überschrift Selbstbestimmung der Menschen bis zum Lebensende. Dieser Antrag wird von Jürgen Roth eingebracht. Wo ist das? So, wo ist Jürgen? Ja, ich bin nicht Jürgen Roth, sondern Walter Otte, LAG ja. Säkulare Gut. Grüne. Liebe Freundinnen und Freunde, bei dem Thema unseres Antrags geht es um ein grundsätzlich ethisches, wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, das jetzt seit über einem Jahr in der Diskussion ist, medial verarbeitet wird und von dem die gesamte Bevölkerung weiß. Es geht um die Frage eines würdigen Lebensendes. Es geht darum, ob, wie und unter welchen Bedingungen das eigene Leben noch fortgeführt oder beendet werden soll. Es geht darum, ob das Menschenrecht auf Selbstbestimmung auch am Ende des eigenen Lebens gilt oder nicht. Und wir sagen, die Sicherung von Selbstbestimmung und Würde am Ende eines Lebens, das ist, wenn man die bisherigen Diskussionen im Bundestag verfolgt, das ist das Gebot der Stunde. Die Grüne CDU-Initiative hat nur einen Vorschlag, nämlich die Schaffung einer neuen Strafrechtsvorschrift, mit der diejenigen kriminalisiert werden sollen, die einem Menschen in existenzieller Not beim Sterben zu helfen bereit sind. Rückendeckung für den Kriminalisierungsvorschlag gibt es von der offiziellen Position in EKD und katholischer Kirche. Es ist bekannt. Deren Ablehnung von Sterbehilfe transportiert das jahrhundertealte moralische Unwerturteil über den sogenannten Selbstmörder. Nur in neuem Gewand. Hilfeleistung beim Suizid eines erwachsenen, urteilsfähigen Menschen ist nach geltender Rechtslage straffrei. Es geht bei dem jetzigen Thema nicht um Tötung auf Verlangen, das ist strafbewehrt, das wird auch so bleiben. Es geht nicht um die sogenannte aktive Sterbehilfe. In dieser Angelegenheit, so meinen wir, darf niemand von anderen nach deren moralischen, weltanschaulichen oder religiösen Auffassungen bewertet oder bestimmt werden. Von niemanden, von keinen Bischöfen, von keinen Landesherren und natürlich auch nicht vom Bundesgesundheitsminister Gröhe. Fremdbestimmung ist bei diesem Thema mit den Grundrechten und den Werten und Normen einer pluralen Gesellschaft nicht vereinbar. Die Entscheidung darüber, ob das eigene Leben noch als lebenswert bzw. erträglich eingestuft wird, hat ausschließlich bei den betreffenden Menschen selbst zu liegen. Die Kriminalisierungsbefürworter warnen lediglich pauschal vor möglichen Gefahren in der Zukunft. Rechtstatsächliche Anhaltspunkte und Begründungen für ihre Ansicht bringen sie nicht und die existieren auch nicht. Ihren pauschalen Befürchtungen könnte, wenn es denn tatsächlich um diese ginge, durch gesetzliche Anforderungen an die Tätigkeit von Sterbehilfevereinigungen Rechnung getragen werden. Zwei Sätze zum Schluss. Grüne stehen für die Bejahung fundamentaler Menschenrechte, darunter Leben und Selbstbestimmung, für ein Leben in Würde. Dieses darf Menschen in der letzten Phase ihres Lebens in existenzieller Not nicht verweigert werden. Und Grüne stehen in der Tradition, neues Strafrecht nur dann zu schaffen, wenn unabweisbare, ja zwingende Gründe dafür streiten. Und das ist hier nicht der Fall. Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. Danke. Gut. Dankeschön. Gibt es eine Gegenrede, Kontrarede? Lisa und Thilo, Lisa macht das. Liebe Freundinnen und Freunde, einige wissen von euch, dass ich gerade in den letzten Jahren auch sehr eng einen solchen Prozess begleitet habe und dass ich für mich die Konsequenz gezogen habe, dass ich inhaltlich voll und ganz den Antrag unterstütze. Kein Strafrecht gegen Todkranke und ihr Umfeld. Ergebnisoffene, umfassende Beratung stärkt Selbstbestimmung und die Suizidprävention. Und vor allen Dingen, dass wir in der Richtung in Deutschland eigentlich viel mehr bräuchten und dass die Debatte eigentlich in der Richtung geführt werden sollte in Deutschland. Das habe ich auch im Deutschen Bundestag gesagt.
Und ich teile auch sozusagen dieses Unbehagen, weil ich ja momentan weiß, dass ne, Renate, ich, andere im Deutschen Bundestag momentan noch in der radikalen Minderheit sind. Und ich teile auch den Frust darüber. Ich empfinde es auch so, dass ich finde schon die CDU in gewisser Weise dieses Thema in nicht korrekter Weise im Bundestag verhandelt. Das teile ich alles. Ja? So. Trotzdem möchte ich zum einen sagen, Walter Otte, das ist keine Frage allein von Religion oder Nichtreligion. Ich war in der letzten Woche zum Beispiel bei der evangelischen Gemeinde und habe eine sehr intensive und sehr gute Diskussion geführt mit den Leuten dort und weiß deswegen, natürlich auch in der evangelischen Kirche wird das sehr kontrovers diskutiert und ich habe da auch viele sozusagen Mitstreicher für meine Position. Und das Gleiche, glaube ich, gibt es auch in der katholischen Kirche. Also von daher, ne, das finde ich jetzt so nicht okay, auch wenn die sozusagen Mehrheitsmeinungen da gefasst haben. So. Trotzdem spreche ich heute dagegen, dass wir diesen Antrag zu dieser Zeit in dieser Form als V-Antrag verabschieden. Wir haben das Thema ja auch auf der BDK gehabt. Ihr wisst, dass es auf dem nächsten Länderrat zur Debatte stehen wird. Und dort wird es auch einen Prozess geben, der auch abgesprochen ist. Dort wird es keine Abstimmung nach bisheriger Vereinbarung, sondern ein Meinungsbild dazu geben. Und ich bin sehr dafür, weil es ist ja eine politische Entscheidung, auch wenn es eine Gewissensentscheidung ist, aber es ist eine politische Entscheidung, dass wir nach wie vor auch innerhalb der Grünen, genau wie es andere Organisationen machen, zu dem Thema intensiv miteinander ringen. Ja? So. Nur, wie gesagt, hier heute in dieser Form ist das nicht zu verabschieden. Und deswegen bitte ich euch, diesen Antrag abzulegen, beziehungsweise womöglich ihn heute gar nicht abzustimmen. Was wäre meine liebste Variante. So, danke Lisa. Gibt es noch eine Vorrede? Ja, dieses Mal Jürgen Roth. Du hast auch 3 Minuten. Liebe Freunde, liebe Freunde, erstmal möchte ich Lisa für ihre Worte danken. Ich finde, das ist genau die Form, in der wir diese Diskussion führen müssen, angemessen im Ton und vor allem auch sachbetont. Ich selber bin geprägt durch 2 Erfahrungen. Die eine bezieht sich auf meine Marburger Zeit. Das war noch in meiner Zeit als Studierender. Ich habe damals in der Humanistischen Union, haben wir als Erste eine Patientenverfügung, damals haben wir das noch nicht gechannelt, eine Patientenverfügung entworfen. Und zu mir kamen damals, ich war Kreisvorsitzender, viele Menschen, vor allem ältere und alte Frauen, die sagten, wir wollen im Alter nicht da stehen und wollen uns bevormunden lassen. Wir wollen die letzte Phase unseres Lebens selbst organisieren. Und dazu brauchen wir die Verfügung. Das war ganz neu. Und damals kam genau der Widerstand, den wir heute auch haben. Vor allem aus kirchlich geprägten Bereichen, die sagten, nein, das kann alles nicht sein. Wir wissen besser, was für euch gut ist. Und diese Erfahrung hat mich tief geprägt. Und im Grunde genommen bis heute ist meine Position zur Menschenwürde, zur Würde über das eigene Leben zu entscheiden, gehört auch das Recht, die letzte Phase, in der ich meine Schwäche ja viel stärker erlebe als in der Zeit, wo ich noch jung, wo ich gesund bin, diese Phase auch selbstbestimmt zu organisieren. Und ich finde, das sollte unsere grüne Politik sein und wir sollten auch dafür streiten. Und ich will noch einmal einen Gedanken bringen zu dem Gesetzentwurf, der hier ja vorliegt, oder auch zu dem Antrag, den wir hier eingebracht haben. Wir haben ja nicht gesagt, wir sind für aktive Sterbehilfe. Das steht doch alles nicht da drin. Also insofern ist die Frage der Gewissensfreiheit reduziert sich auf die Frage, ob wir als Grüne dem CDU-Gesundheitsminister folgen, wenn er die Menschen kriminalisiert, die als Letzte einem Todkranken zur Beratung zur Verfügung stehen. Im Grunde genommen, und das ist das, was mich auch umtreibt, im Grunde genommen ist es so, er will ja, letztlich geht es ihm ja nicht um diese Organisation, man kann ja gerne darüber reden, Leitplanken für deren Tätigkeiten einzuziehen. Ist doch gar nicht das Problem. Aber da sind 2 Bedingungen erforderlich. Einmal, dass die Bundesärztekammer aufhört, den Druck auf Ärztinnen und Ärzte auszuüben, hier entsprechend zu helfen, das ist das eine. Und das zweite ist, wir brauchen hier eine andere Infrastruktur, auch für die Beratung. Und da finde ich, sollten wir eine Politik, die sich gegen Todkranke richtet und sie in Ermittlungsverfahren einbezieht, die sollten wir nicht betreiben. Und deshalb denke ich,
sollten wir uns heute dazu durchringen, wir haben es ja schon auf der Bundesebene diskutiert, auch auf anderen Ebenen, hier eine Entscheidung zu treffen. Wir können gerne drüber reden, wenn ich diesen abschließenden Satz noch sagen darf, in welcher Form wir diese Meinungskundgabe, diese Abstimmung organisieren. Ich habe nichts dagegen zu sagen, das ist das Selbstbestimmung oder die Freiheit der Abgeordneten ist damit nicht berührt. Wir können das auch als Meinungsbild formulieren, aber ich finde, wir können als Partei in einer Stadt, in der 50% der Menschen allein leben, auch Angst haben vor ihrem Älterwerden, können wir nicht einfach nur sagen, das machen wir mal irgendwann und andere entscheiden. Das sind wir gefordert. Vielen Dank. So, danke Jürgen. Gibt es noch eine Gegenrede? Hat sich Thilo vorhin gemeldet. Thilo, du hast das Wort und 3 Minuten hast du Zeit. Ja, vielen Dank. Jürgen, auch von mir vorweg, mein Problem mit dem Antrag ist kein inhaltliches, sondern es ist ein verfahrensmäßiges. Ich gucke hier in den Raum, ich sehe 150 Leute und ich bin mir ziemlich sicher, ich sehe 150 individuelle Herangehensweisen an dieses Thema. Das mag sein, dass wir am Ende bei 3, 4 oder 5 Entscheidungen oder Lösungen dabei rauskommen, aber eine Debatte, 2 Pro, 2 Contra, das ist mein Problem an dieser Stelle. Weil wir werden hier niemandem gerecht, wenn wir tatsächlich bei so einem Thema, wir haben hier schon mehr Religionen als 2 Pro- und 2 Kontra-Reden abdecken können, von Säkularen, Ex-Säkularen, demnächst Atheisten und so weiter mal abgesehen. Wir haben eben alle ganz verschiedene Weltbilder und deswegen sollten wir, glaube ich, so eine Diskussion nicht in diesem Modus führen. Ich weiß, das ist frustrierend, ich habe das bei manchen Themen auch schon erlebt, dass man sagt, ja, kommen wir nochmal vertagen, machen wir große Runde zu. Aber ich glaube, bei diesem Thema ist es wirklich wichtig, dass man diesen Raum auch hat, weil es ist eben für viele nicht einfach ein Thema, sondern ein Thema, was ganz grundlegende Grenzüberschreitungen beinhaltet oder zumindest Grenzbereiche im wirklich logischerweise existenziellen Bereich und damit auch in einem sehr individuellen Bereich. Und ich glaube nicht, dass wir uns hier in diesem Modus auf so einer LDK dazu eine wirklich ernsthafte Debatte, die allen Positionen da gerecht wird, liefern können. Was mir dann, wenn der Antrag jetzt zur Abstimmung so vorliegt, sagt, dann werde ich da mit Nein stimmen. Vielen Dank. So. Vielen Dank, Thilo. Es gibt einen GO-Antrag von Dirk. Du hast das Wort, Dirk. Ja, ihr Lieben, ich möchte beantragen, heute keine Beschlussfassung zu diesem Thema zu machen. Wir sind ja in einer Kirche, da kann man auch mal die Bibel zitieren. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Und es ist nicht die Stunde, um jetzt, meiner Meinung nach, es ist schon ein bisschen angeklungen beim Thilo, jetzt hier eine Entscheidung zu treffen, um 7:30 nach 8 Stunden Sitzung zu diesem sehr wichtigen und ernstzunehmenden Thema, wo sich der Bundestag ja auch den Raum genommen hat, um das sehr breit zu diskutieren. Und wir haben auch keinen Zeitdruck, weil die Entscheidung im Bundestag steht erst im November diesen Jahres an. Es gibt den Länderrat, der sich mit diesem Thema beschäftigen wird. Und wir werden auch noch eine Form suchen und finden müssen, wo wir im Landesverband dieses Thema vertiefend diskutieren, aber bitte nicht nach 8 Stunden LDK in dieser Form mit 2 Pro- und Contra reden. Und deswegen bitte heute keine Entscheidungsfindung. Ich danke euch. So, danke Dirk. Gibt es eine Gegenrede zu diesem GO-Antrag? Eine Gegenrede zu diesem GO-Antrag von Jürgen. Du hast das Wort. Ja, ich nochmal. Die Situation ist natürlich schwierig. Ich sehe tatsächlich eine Stimmung hier im Raum, dass alle das Thema wichtig nehmen, allerdings Probleme haben, nach dieser langen Zeit, ich sag mal, jetzt zu einer Entscheidung zu kommen. Ich finde es aber ein bisschen wenig, Thilo, einfach zu sagen, es ist ein bisschen zu spät, es ist wichtig, also schieben wir es weg. Also ich finde es so unverbindlich, können wir heute nicht auseinandergehen. Deshalb ist es ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin in der Geschäftsordnung. Es geht ja auch um den, ich habe Thilo ja auch so verstanden, als er einen Absetzungsantrag gestellt hat und Dirk hat noch einen eigenen formuliert. Also ich bitte schon den Vorstand,
zu überlegen, wie denn diese Diskussion hier im Landesverband weitergehen soll. Heißt das, wir machen jetzt nur Länderrat und danach ist das Thema für uns beendet? Oder heißt das jetzt, dass wir wirklich den Aufschlag von heute nehmen und sagen, wir diskutieren diese Fragen weiter und kommen gegebenenfalls auch zu einer Entscheidung? Denn eines müssen wir bitte auch bedenken. Diejenigen, die jetzt sagen, wir wollen keine Abstimmung, wir wollen keine Entscheidung, sind natürlich für sich selbst festgelegt. Das ist ja eine Durchsetzungsstrategie, zu sagen, wir wollen hier nicht abstimmen, im Ergebnis läuft es dann darauf hinaus. Deshalb meine Frage an den Vorstand, kommt da von euch noch irgendwas? Ansonsten, um hier keine Verwirrung zu stiften, sind wir mit dem Antrag auf Nichtabstimmung einverstanden, weil heute Abend tatsächlich die Stimmung oder auch die Intensität der Debatte nicht den Grad erreicht hat, um hier zu einer verantwortlichen Abstimmung hier auf der LDK zu kommen. Aber bitte an den Vorstand, lasst das Thema, schiebt das Ding nicht weg. Das Thema interessiert die Menschen in der Stadt und sie haben einen Anspruch darauf, dass wir auch darauf eine Antwort geben. Vielen Dank. So, wurde der Antrag jetzt zurückgezogen? Nein. Haben wir richtig verstanden? Gut, der Antrag wurde zurückgezogen, dann müssen wir nicht...